willkommen zu der Bunias Testwelt. Heute habe ich euch mal ein bisschen Fleisch mitgebracht und zwar von Blockhaus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Blockhaus, ne? Steaks, also eindeutig Rindfleisch. Ihr bekommt dort logisch Steaks, aber auch unter anderem Burger, ganz viele verschiedene Soßen. Es gibt auch Baguettes, die ihr dort kaufen könnt. Sogar eine kleine Sparte mittlerweile, vegetarische Produkte, habe ich auch gesehen. Ich habe jetzt aber eine Box direkt bestellt, und zwar die Family Box. Und zwar ist das eine Box für 25 Euro mit im Endeffekt für, sagen wir mal, jetzt eine normale Standardfamilie, würde ich es mal nennen. Mama, Papa, zwei Kinder, so wie es früher war. Obwohl früher waren es, glaube ich, eher mehr Kinder, so wie bei mir. Auf jeden Fall eher so für 4-Personen-Haushalt, Eltern, zwei Kinder und dafür Burger. Das heißt, ihr bekommt dort Burgerbrötchen, große und kleine für die Kinder, Patties. Deswegen ist das jetzt hier auch eine frische Box. Das ist ein gekühlter Versand. Und ihr bekommt dann noch Soßen dazu und ein Gewürz war, glaube ich, mit dabei, ein Salz und dann noch irgendwie Überraschung für die Kinder, irgendwie was zum Spielen. Kostenpunkt, wie gesagt, 25 Euro, gekühlter Versand. Das heißt allerdings, es kommen 10 Euro Versandkosten drauf, es sei denn, ihr bestellt ganz viel. Ab 100 Euro ist das dann versandkostenfrei. Solltet ihr bei Blockhaus bestellen wollen und zum Beispiel nur Soßen oder so, also sprich ungekühlte Produkte kaufen wollen, dann ist der Versand, ich glaube, 5 Euro. Und derzeit bekommt ihr noch mit dem Code FLY50 ein Gewürz dazu gratis. Der gilt, glaube ich, bis Ende Januar. Januar 23 dann natürlich. So, wir machen jetzt mal auf. Ich schau mal, wie es hier so gekühlt drin ist. Wie gesagt, man sieht schon, großes Paket. Einmal laut. So. Schauen wir mal. Lieferung war übrigens mit UPS. Das ist meine Rechnung. Na, toll. Das Paket im Paket. Aber so soll es wohl auch beim gekühlten Versand sein. Das heißt, ich kippe das jetzt mal vorsichtig. Wie gesagt, Soßen waren auch mit dabei. Versand mit UPS hat übrigens gut geklappt. Wir machen das mal andersrum. Einmal kurz schieben, denn es geht nach hier auf. Sonst würdet ihr nämlich gar nichts sehen. Und das wäre ja nicht so wirklich sinnvoll. So, wir versuchen das jetzt mal vorsichtig, ohne dass hier jetzt irgendwie was kaputt geht. Ich lasse das einfach mal so ein bisschen rauffallen. Und gleich runter, ist es gleich aus dem Weg. Nicht wundern, ich habe mir jetzt ein paar Produkte mehr bestellt. Nicht extrem viel, aber ihr seht schon. Ich persönlich mag diese Blockhaus-Brote sehr gerne. Davon habe ich mir zwei mitbestellt. Gehört also jetzt an sich nicht zu dieser Family Box, aber auch vom Blockhaus. So, hier ist dann einmal schon mal hoch. Einmal für die Kinder. Stand ja mit dabei, dass man da irgendwie was bekommt. Das sieht hier nach so einem Wasserball aus. Dann mit dem Blockhaus-Logo. Gut, jetzt im Winter nicht so alle, aber das macht ja nichts. Den legen wir dann weg für den nächsten Sommer. Der kommt bestimmt. So, mal eben ganz kurz. Also die Dinger sind wirklich noch steinhart. Richtig schön kalt. Das heißt, meine Produkte sind auch immer noch gekühlt. Und man muss dazu sagen, das Paket stand jetzt sogar schon eine Weile hier. Lege ich jetzt einfach nochmal hier so ein bisschen zur Seite, damit wir hier ein bisschen Platz haben. So, das ist auch noch das zweite. Als zweites extra Produkt für die Kinder ist hier ein Quartettspiel. Und ja, das ist auf jeden Fall ganz nett. Können meine Kinder dann schön ein bisschen spielen. So, wir schauen jetzt mal, was wir hier so haben. Und zwar, das ist hier der Steakpfeffer, den bekommt ihr mit dem Code, den ich vorhin genannt habe, FLY50, derzeit gratis mit dazu. Also der war gratis. Gratis, immer gut. Dann haben wir hier einmal Zaubergewürzsalz. Das gehört zu der Family Box. Na, ich versuche das mal so ein bisschen getrennt hinzustellen, was jetzt wirklich zur Box wird. Ach ja, muss man das so rummachen. Dann hier haben wir eine Sour Cream, da könnt ihr aber auch wählen. Also wenn ihr diese Box bestellt, dann wird euch angezeigt, so die 6 kleinen Brötchen und Patties für die Kinder und 4 für die Erwachsenen, jeweils Patties und Brötchen. Und dann bekommt ihr halt 2, da ja auch gleich drin sein, Flaschensoßen und eine, so eine. Da könnt ihr dann aber auch auswählen. Ich glaube, vorausgewählt ist, glaube ich, Tzatziki gewesen.
Ich habe jetzt aber gesagt, ich möchte gerne Sour Cream dazu haben. So. Okay. Haben wir einmal standardmäßig eine Burgersoße. Die habe ich dann auch einfach so gelassen. Ich finde, zum Burger gehört das einfach dazu. Nicht wundern, ich habe noch zwei Soßen mehr bestellt. Die werde ich dann gleich separat hinstellen. So, da haben wir die Barbecue-Soße mit Honig und rauchiger Note. Die habe ich allerdings extra bestellt. Hätte man aber auch in der Box auswählen können. Also, wenn ihr das jetzt mögt. Ich habe mich aber für die hier entschieden. Die fand ich ganz interessant. Onion-Soße mit Zwiebeln und Gin. Also, die bekommen dann nur Mama und Papa, die Kinder nicht. Ich muss mal gucken, ob das jetzt irgendwie nur wirklich Geschmack... Ja, also Gin, 0,6% Gin ist auch wirklich in dieser Soße enthalten. Und dann haben wir noch eine, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, Huil-Soße mit Knoblauch und Paprika. Das war aber, wie gesagt, extra. So, hier drunter müsste jetzt hoffentlich irgendwie mein Fleisch versteckt sein. Ja, und zwar nochmal, hier ist dann auch nochmal so Kühlpacks. Die sind jetzt schon etwas, also das ist wirklich hier dieses Trockeneis jetzt schon ein bisschen weg. Allerdings ist es alles hier wirklich noch gut gekühlt. Obwohl ich jetzt auch sagen muss, also die Brötchen meiner Meinung nach hätten jetzt nicht unbedingt da unten sein müssen, weil, naja, die müssen ja eigentlich nicht gekühlt werden. Auf jeden Fall haben wir hier einmal die vier großen Brötchen für unsere Packung. Wir haben, das sind unsere Mini-Burger. Ach, guck mal, das ist auch alles in einem hier drin. Ich dachte, das wäre jetzt auch so getrennt, dass man irgendwie Brötchen und Patties, also getrennt hat, so wie hier. Ich ziehe das jetzt mal eben so ein bisschen raus. Oh, die sind ja wirklich süß. Also so sind diese Mini-Burger dann aus. Also ein bisschen größer hätte ich jetzt schon gedacht. Also ich kenne vom Blockhaus die großen Burger, aber die Mini-Burger kannte ich jetzt halt noch nicht. Aber naja, wir haben halt dann sechs kleine Mini-Burger. Und die Patties sind natürlich passend dazu dann auch hier drin. Und natürlich, so, hier ist jetzt noch ein bisschen Eis dran. Zack. Weg. Oh. Also auf jeden Fall noch richtig steinhart fest, obwohl der Karton, wie gesagt, jetzt auch schon einen Augenblick hier steht, haben wir hier dann unsere großen Burger Patties. Also das hier ist jetzt wirklich diese Family Box für 25 Euro. Fand ich jetzt eigentlich nicht zu teuer. Gut, wie gesagt, mit Versand, das ist natürlich so eine Sache, ob man jetzt sagt, so muss man haben, muss man nicht haben. Natürlich kann ich auch in den Laden um die Ecke gehen. Ich wollte es aber einfach jetzt mal ausprobieren, habe deswegen ja auch extra noch ein paar Produkte einfach mehr bestellt, weil ich mir gedacht habe, lohnt sich das vielleicht auch ein bisschen mehr. Ja, ansonsten, ihr bekommt noch viele verschiedene andere Sets, auch rein natürlich Fleischpakete und ähnliches, die ihr dort bestellen könnt. Ganz viele verschiedene Soßen, Brote, alles so, was das Burgerherz so begehrt. Und wie vorhin schon erwähnt, sogar mittlerweile einige vegetarische Produkte. Also sogar für die Vegetarier was, obwohl man natürlich im ersten Moment beim Blockhaus jetzt wirklich reinweg an Fleisch denkt. Ja, ich wollte euch das einfach nochmal zeigen, weil ich gedacht habe, ich probiere einfach mal so ein Paket aus. Ich gucke natürlich mal, wie es bei meinen Kindern ankommt, gerade so diese kleinen, niedlichen Burger. Obwohl man natürlich sagen muss, also als Erwachsener, wenn man jetzt einen großen Mund hat, werden sie wahrscheinlich sogar mit einem Haps weg, mit zwei auf jeden Fall. Aber sie sind auf jeden Fall niedlich. Nicht schlecht. Also im Laden bei uns habe ich sie auch noch nicht gesehen, die großen ja, die kleinen nein. Ihr wisst jetzt, was euch erwartet. Ich wollte euch das einfach nur mal zeigen, vorstellen. Heute also nur ein kleines, kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben, auch gerne ein Abo dalassen, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Ja, und ihr könnt ja mal kommentieren, was ihr dazu meint. Ob ihr das gut findet, so preis-leistungsmäßig, oder ob das jetzt so vielleicht gar nicht euer Fall wäre. Wir sind am Ende und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!